des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, der Kommunionvers der heutigen Messe am 11. Sonntag nach Pfingsten aus der Weisheitsliteratur des Alten Bundes sagt uns Folgendes: Ehre den Herrn mit deiner Habe und mit den Erstlingen deiner Früchte, dann werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern überfließen von Wein. Wir sollen, um es auf den Punkt zu bringen, großzügig sein. Zuallererst einmal mit Gott. Das Beste, das wir haben und sind, das sollen wir immer dem lieben Gott weihen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, von dem wir unsererseits alles empfangen haben, alle Wohltaten empfangen haben. Darum sind wir im Sinne der Gerechtigkeit und im Sinne auch der Liebe zu Gott verpflichtet, Gott den Herrn zu ehren, mit unserem Sein, mit unserer ganzen Existenz, aber eben auch mit unserer Habe und mit den Erstlingen der Früchte. Dieses Gebot des Alten Bundes ist selbstverständlich nicht aufgehoben im Neuen Bund, sondern wir sollen auch heute mit Gott nicht geizen. Das ist aber etwas, das die Menschen sehr oft tun. Sie geizen vor allem mit Gott. Sie geizen mit dem Nächsten und manchmal auch mit sich selber. Aber es fehlt an Großherzigkeit. Es fehlt an Großzügigkeit. Zuallererst einmal Gott, dem Schöpfer, gegenüber. Und das hat einen geistigen Aspekt und das hat einen materiellen Aspekt. Jeder Mensch muss sich immer wieder fragen, wie kann ich Gott dienen? Wie kann ich Gott dienen? Durch meine ganze Existenz, durch mein Leben, durch mein Sein, durch alle Talente, die ich von Gott empfangen habe. Wie kann ich ein immer vollkommenerer Diener Gottes werden? Dienerin Gottes werden. Nicht nur die Priester oder die Ordensleute sollen Gott dienen, sondern alle Geschöpfe sind aufgerufen, Gott zu verherrlichen, ihn zu dienen. Und in besonderer Weise wir Menschenkinder. Wir sollen Gott verherrlichen durch alles, was wir tun, durch alles, was wir sind. Und da müssen wir unbedingt innehalten und eine Gewissenserforschung machen. Ist mein Dasein, ist mein Leben, sind all meine Handlungen wirklich ein Dienst Gottes und eine Verherrlichung Gottes? Oder ist es manchmal nicht so? Geistig, aber auch materiell, sind wir bereit, für Gott zu geben, für den Kult zu geben. Ich erinnere immer an Kaiserin Maria Theresia, die so viele Kirchen in unserem Land mit Schätzen ausgestattet hat. Denken wir an den Gnadenaltar in Mariazell, der heute noch in einer wunderbaren Pracht erstrahlt, aufgrund der Großzügigkeit von Maria Theresia. In so vielen Kirchen existieren herrliche Messgewänder, die man bis heute benutzen kann, weil sie so qualitätsvoll, schön und kostbar sind, weil sie gestiftet wurden zur Ehre Gottes. Der Erhalt der Kirchen, die ja Häuser Gottes sind, das sollen wir vollbringen mit unserer Habe. Und dann steht hier etwas Interessantes: mit den Erstlingen deiner Früchte. Wenn ein junger Mann in den Beruf eintritt oder
auch eine junge Frau beginnt zu arbeiten, das Beste, was man machen kann, ist das Erste, dem lieben Gott zu weihen. Das erste Gehalt, dem lieben Gott zu weihen. Denn das Alte Testament sagt hier ganz klar, dann werden deine Scheunen sich mit Überfluss füllen. Wenn wir Gott gegenüber nicht geizig sind, dann ist das Segen auf unserem Haus. Dann ist das Segen auf unserem Leben. Das ist eine ganz klare Lebensregel, meine lieben Gläubigen, für ein gutes christliches Leben. Wenn man mit dem ersten Gehalt in den Urlaub fährt, alles versäuft und verspielt, dann ist kein Segen da auf dem Leben. Das muss uns klar sein. Dann haben wir etwas Großes verspielt, was eigentlich Gott gehört. Und so immer wieder. Es gibt immer wieder Erstlinge von dem, was wir tun. Geistig gesprochen auch wieder. Von einer guten neuen Idee, die wir haben. Auch im Alltag, auch gar nicht so sehr für die Kirche, für die Gesellschaft. Aber das sollen wir Gott aufopfern. Gott darbringen. Wenn man etwas erfindet zum Beispiel, das irdisch nützlich ist, das man nicht in der Kirche braucht, aber irdisch nützlich ist. Trotzdem. Es Gott aufopfern, Gott darbringen. Lieber Gott, das habe ich aus Liebe zu dir getan. Es ist so notwendig, dass wir durch unser Sein und durch all unser Tun den Segen Gottes auf uns herabziehen. Und das müssen wir erneut lernen. Wir haben in den letzten Tagen wiederum einen so furchtbaren Götzendienst gesehen. Bei der Olympiade in Paris. Und keiner sagt was. Inzwischen einige wenige Bekenner. Aber natürlich viel zu wenige. Das hat auch damit zu tun, weil man das rechte Leben verlernt hat. Man treibt in viel mehr Bereichen des Lebens, als man glaubt, Götzendienst. Man betet sich vor allem selber an. Man betet die materiellen Dinge an. Und selbstverständlich, wenn das über Jahre und Jahrzehnte geht, dann wird der Abfall immer größer. Dann wird alles immer mehr verkehrt. Und dann sehen wir eben das, was wir sehen. Dann sehen wir den öffentlich, allgemein organisierten, geplanten Götzendienst. Das ist alles ganz bewusst so vollzogen. Von allen Menschen, deren Herzen böse sind, die sich Gott stellen, aber eben begleitet von der Masse, die natürlich das nicht geplant haben, aber die jetzt mitlaufen, die willenlos geworden sind, die keinen Hausverstand mehr haben, weil sie eben diese klare Lebensregel übersehen, dass wir mit Gott großzügig sein müssen, dass unser Leben vor allem ein Leben der Hingabe an Gott ist, der Gottesliebe. Dass es hier eine Gerechtigkeitspflicht auch gibt, wo wir alle im Leben so überreich beschenkt sind von Gott, immer wieder mit seinen Gnaden. Vom Beginn unserer Existenz an. Und selbstverständlich dann das sakramentale Leben in der Kirche und so weiter. Wir sind reich beschenkt. Die Religion ist eben auch ein Gott wieder zurückgeben. Durch unsere Liebe, durch unser Handeln, geistig und auch materiell. Und das ist völlig in Vergessenheit geraten. Es ist nur mehr Hässlichkeit und Schäbigkeit zu sehen in der Gesellschaft,
aber vor allem auch in der Kirche. Liebe Ehefrauen, wie reagieren Sie, wenn Sie von Ihrem Ehemann einen Sack Beton bekommen als Liebeserweis? Sie werden sich, glaube ich, nicht so freuen. Vielleicht einige Ausnahmen. Aber Sie möchten etwas anderes haben. Sie möchten etwas haben, das glänzt, das schön ist, das Ihr Herz erfreut. Man kauft keine Blumen. Man reißt ein paar Brennnessel oder Unkraut aus, da, aus Liebe gepflückt für dich. Man kann das ja gar nicht angreifen. So furchtbar ist das. Sie sehen, anhand dieses einfachen Bildes wird es schon verständlich. Aber die Menschen bauen dem lieben Gott einen hässlichen Betonklotz, sind Minimalisten, sind nicht mehr bereit, die Kirche mit schönen Blumen zu schmücken und für den Kult das Beste zu geben. Natürlich wird dann im Laufe der Jahre immer mehr und mehr der Segen Gottes ausbleiben. Und wenn man das hochrechnet auf die gesamte Kirche, auf die gesamte Gesellschaft, auf das gesamte Menschengeschlecht, dann sehen wir hier einen sehr tiefen Grund und haben eine sehr tiefe Erkenntnis, wie weit es gekommen ist in unserer Gesellschaft, wie sehr man sich verrannt hat, wie sehr man eigentlich von klaren, logischen Prinzipien abgekommen ist. Wir müssen Gott verherrlichen. Das ist die höchste Aufgabe, die wir haben. Omnia ad majorem Dei gloriam. Vor einigen Tagen haben wir den heiligen Ignatius gefeiert. Das möge uns erneut die Wiese sein in unserem Leben. Das mögen wir im Herzen und vor Augen haben. Alles zur höheren Ehre Gottes. Alles. Ausnahmslos. Jede Schularbeit und Prüfung für die Studierenden. Jeder geistige Vollzug im Alltag, jedes Arbeiten im Garten, im Haushalt, dort, wo uns Gott hingestellt hat, mit all dem sollen wir Gott verherrlichen. Und eben mit unserer Habe, mit dem, was uns gegeben ist, und in besonderer Weise mit den Erstlingen unserer Früchte, sollen wir Gott verherrlichen. Und so werden unsere Scheunen im Übermaß voll werden. Geistig gesprochen, aber auch materiell gesprochen. Die Not wird behoben durch die Großzügigkeit. Und die müssen wir beginnen. Und das, meine lieben Gläubigen, ist eines der großen Rezepte, der wirksamen Rezepte, gegen den Götzendienst, gegen den Abfall. Und das beginnt bei uns, weil wir sind alle manchmal kleine Götzendiener. Wir haben uns allzu oft im Alltag nur selber vor Augen. Die eigene Ehre, den eigenen Glanz, den eigenen Ruhm, den eigenen Wohlstand, das Zusammenraffen der materiellen Güter, die wir nicht mitnehmen können. Jemand hat im Scherz mal gesagt, ja, man kann schon, man kann das ganze Geld ins Grab werfen. Ja, natürlich kann man das machen, alles abheben und ins Grab werfen, zugraben. Ja, das geht natürlich schon. Aber da sehen wir auch, was geschieht mit den Gütern, die wir nicht recht gebraucht haben. Sie verderben.
Sie sind für nichts. Eine Lustreise irgendwohin. Wir sollen reisen, wir können schöne Reisen machen, um uns zu erholen, um uns zu erbauen, um uns zu erfrischen. Das muss in der Sommerzeit schon gesagt werden. Aber wenn man tausende Kilometer reist in irgendein fernes Land und dort nur in einem Hotel sitzt und sich betrinkt, dazu muss man nicht so weit fahren. Das tun die Menschen aber. Und warum tun sie es? Weil sie keinen Hausverstand mehr haben. Und weil der Wille fast völlig weg ist. Weil sie so willensschwach sind. Weil sie Mitläufer sind. Und sehen Sie, in dieser Bewegung, in dieser Welle stehen wir in unserer Gesellschaft. Und darum passiert das, was in Paris passiert ist. Weil die große Masse es zulässt. Weil sie nichts mehr sagt. In früheren Zeiten wäre es nie so weit gekommen. Und nicht nur, weil Tausende der Rosenkranz gebetet hätten und so weiter, sondern weil die Menschen einen Hausverstand hatten, ja, und auch einen festen Willen. Und solche Dinge, die Unheil bringen, nicht zulassen. Das ist wichtig, dass wir es verstehen. Der heilige Völkerapostel Paulus sagt uns im Evangelium, ich weise euch auf das Evangelium, in der Epistel sagt er uns, ich weise euch auf das Evangelium hin, das ich euch gepredigt habe, das ihr angenommen habt, indem ihr auch feststeht. In ihm werdet ihr auch selig, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch gepredigt habe. Liebe Gläubige, das müssen wir noch dazu ergänzen. Die Frage der Wahrheit im Leben. Die Wahrheit ändert sich nicht. Die Wahrheit, die für die ersten Christen galt, die gilt auch heute. Die Wahrheit, die die Apostel verkündet haben, die gilt auch heute. Auch wenn sie manchmal unangenehm ist. Aber das fordert das Bekenntnis. Und das fordert, wie es der Apostel Paulus sagt, das Festhalten. Wir müssen das Evangelium festhalten. Man muss die Überlieferung festhalten. Bewahren, beschützen. Das wäre ja die erste Aufgabe des Papstes. Die Tradition festzuhalten, zu schützen, vor allem die da Änderungen herbeiführen, die muss er verjagen, vertreiben, mit dem Stock, mit dem Hirtenstab. Das ist ein entscheidender Punkt, den wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Das ist katholisch. Was heute geschieht, ist ein Vertreiben der letzten Katholiken. Die werden geschlagen, die werden geprügelt. Das ist der Zustand der heutigen Zeit. Aber liebe Gläubige, wir dürfen nicht verzagen. Denn woran halten wir uns? An unseren Glauben. Unser Glaube ruht auf Gott, ruht auf Gottes Offenbarung. Und Gott kann nicht täuschen. Und Gott kann nicht getäuscht werden. Wir können Gott nicht täuschen, indem wir ihm Sachen entziehen. Er sieht alles. Er sieht den Missbrauch, den wir treiben, den Götzendienst, den wir treiben. Er aber täuscht uns nie. Sein Wort ist wahr und deswegen auch beständig. Die Wahrheit ist unwandelbar und auch unverwandelbar. Was im ersten Jahrhundert nach Christus Wahrheit war, das ist es auch heute genauso. Und wie Petrus bekannte, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist, so bekennen es auch wir. So müssen es die echten Christen aller Zeiten
Sturm. Der Gegenstand unseres Glaubens, der dreifaltige Gott und sein Werk, bleibt wirklich beständig und unangreifbar. Und dieser unser Glaube ist ein kirchlicher Glaube. Wir nehmen ihn von der Kirche entgegen. Es ist die Kirche, die ihn verbindlich feststellt und erklärt. Wir empfangen ihn von der Kirche. Und auch wenn wir in der Kirche so viel Böses heute wahrnehmen, so müssen wir immer das Göttliche und das Menschliche gut unterscheiden in der Kirche, damit wir nicht irre gehen. Denn die Kirche ist der Weg in den Himmel, auch heute. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Lassen wir uns nicht irre machen und versuchen wir, das, was uns dieser heutige 11. Sonntag nach Pfingsten so klar lehrt, umzusetzen. Es ist eine Prüfung auch im Glauben, wie wir unser Leben dann gestalten. Versuchen wir, voller Liebe, voller Gerechtigkeit Gott gegenüber auch zu sein. So werden wir wirklich religiöse Menschen sein, echte Katholiken sein, die keinen Götzendienst treiben, sondern Gott lieben. Bitten wir die allerseligste Jungfrau Maria, dass wir das immer tiefer begreifen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.